Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Leisure Suit Larry, where dreams don't die. Ja, wir sitzen im Knast und müssen irgendwie wieder rauskommen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Los geht's, würde ich mal sagen. Okay, also gucken wir nochmal, was wir im Inventar haben. Gar nichts haben wir im Inventar. Alles gut. Okay, also weiter im Text. Gucken wir uns einmal um. Das riecht. Boah, extrem. Ich habe versucht, mein eigenes Parfum zu kreieren. Golden Rain. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Das widerliche Zeugs kannst du ruhig haben. Na super, danke. Ein Pömpel ohne Stiel. Werbung für eine Sängerin oder Wimperntusche? Man weiß es nicht. Das ist Lady Gaga, ne? Lady Gag. Mit ihrem Fleischanzug. Nicht anfassen! Sie ist heilig. Man huldigt ihr nur. Aha. Warum huldigt man ihr? Sorgt für eine hübsche Stimmung. Hey, ich habe alles mit viel Hingabe dekoriert. Keine Sorge, ich leihe mir das nur kurz aus. Da scheint Licht von draußen rein. Da führt es nach draußen, dass ich einmal die Welt durch Gitterstäbe sehen würde. Tja, wer hätte das gedacht? Irgendwie wundert mich das nicht so wirklich. Da liegt eine Signalpfeife. Ah. Irgendwer hat vor dem Polizeirevier eine Trillerpfeife verloren. Das ist gut, weil wir müssen Lärm machen, um den... Also hier Schwester Tuck oder Bruder Tuck, Schwester Tuck, je nachdem, möchte ja gerne eine Leibesvisitation ganz dringend, ganz unbedingt haben. Und dazu müssen wir den Polizisten hier aus der Reserve locken. Gucken wir uns aber erstmal nochmal ein bisschen um. Ich gewöhnte mich langsam an das Leben hinter Gittern. Damit werden bestimmt die ganzen Entlassungsanträge abgelehnt. Ich würde rankommen, aber ich habe keinen Stempel. Okay. Wie schnell man so ein nerviges Ding doch vermisst, wenn man nicht rankommt. Das ist das P-Phone. Irgendwo dahinter ist der Polizist. Hallo? Niemand reagiert. Wir sind wohl nicht laut genug. So. Okay, also. Mal sehen, ob das laut genug ist. Hey, was soll der Krach? Ich will noch mal mit meiner Anwältin sprechen. Die hat wichtigere Dinge zu erledigen. Na toll. Ich auch. Super. Tolle Anwältin. Ich war's nicht. Ich habe die Instagram-Story auch gesehen. Ich wollte nur Scheiße. Sicher gehen. Pech gehabt. Meine Zellennachbarin besteht auf einer Leibesvisitation. Genau, ich warte schon die ganze Zeit. Was? Du bist schon wieder hier? Wie? Das mache ich nicht mehr. Von mir aus könnt ihr beiden euch selbst darum kümmern. Aha, okay. Och, nichts. Muss ich das dann selber machen? Hey, Knastbruder. Schwester. Dann durchsuche ich dich halt. Gib dir etwas mehr Mühe, Schätzchen. Sie haben das Recht zu schweigen und, alles, was Sie fragen, kann und wird als Gedicht auf links gewendet. Ich hatte schon schlimmere Dates. Officer, ist das Ihr Prügel oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Wie macht man das denn auf? Vorsicht, das ist nur mit der Heißklebepistole fixiert. Das ist aber groß. Ach, Sie Schuft. Ich bin Jungfrau. Hey, ich auch. Also, vom Sternzeichen her. Ach, Sie haben aber kalte Hände. Ach, und so feucht und... Was ist das denn? Hups, wie ist das denn da reingeraten? Okay, ich muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Ja, bitte. Ich brauche jetzt eine Pause. Und ich wünschte, ich könnte das alles schnell vergessen. Oh, wir haben was Neues.
Eine Gurke hat... Oh Gott. Oh, ich will es gar nicht wissen. Moment mal. Ah. Eine Gurke mit Saugnapf. Okay. Das ist aber doch bestimmt noch nicht zu lang. Da kommen wir noch nicht mit dran, ne? So, jetzt haben wir ein Saugnapf-Lasso. Das müsste jetzt aber gehen, oder? Ja. Ja, viele andere Möglichkeiten gab es ja nicht so, ne? Hallo, Pi. Wie kann ich dir weiterhelfen, Larry? Na, hast du mich vermisst? Oh. Ich muss hier irgendwie raus. Ich bin unschuldig. Ich rufe deinen Notfallkontakt an, Richard Ryder. Warum ist Dick mein Notfallkontakt? Hat er sich etwa selbst eingetragen, als er... Naja, auch egal. Hol mich hier nur raus, egal wie. Hallo? Ich bin im Gefängnis. Larry, haben Sie dich erwischt? Ich stecke hier in einer Zelle und niemand hilft mir. Larry, es tut mir wirklich leid, dass ich dich so versetzt habe. Du hast was gut bei mir. Ich hol dich raus. Oh, Gott sei Dank. Aber wie kriegt er sowas hin? Bevor du etwas sagst, möchte ich mich entschuldigen. Weswegen? Na gut, er ist reich und berühmt. Ich war mit dir auf einem Date im Hell's Pawn und ich habe mich wirklich darauf gefreut. Und ich habe gedacht, ich wäre über Lance hinweg, aber dann im Darkroom... Ach, Schwamm drüber. Danke, dass du das so locker siehst. Es könnte daran liegen, dass ich gar nicht auf Männer stehe. Moment. Du bist eine Hete? Warum haben wir dann bei Timber gematcht? Ich bin mir sicher, dass auf deinem Profil steht, dass du bisexuell bist. Diese Prune-Typen meinten, das käme gut bei Frauen an. Oh Mann, Larry. Ich mag dich. Dann sind wir ab jetzt eben Freunde. Ohne Benefits. Ich schulde dir, glaube ich, noch ein Bild. Ich schicke es so, dir ne? rüber. Ich bin sicher, es wird dir helfen, die richtige zu finden. Danke. Ich aktiviere es gleich mal. Ach, Larry, da wäre noch was, was Lance angeht. Ich habe eingesehen, dass er einfach der Richtige für mich ist. Oh. Schluss mit dem Dating-Wahnsinn. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Seit dem Vorfall redet er nicht mehr mit mir und hat mich überall geblockt. Kannst du vielleicht mit ihm sprechen? Lance ist wie Wachs in meinen Händen. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Du musst mir die Höchstpunktzahl bei Timber geben. Die brauche ich nämlich für meine große Liebe. Faith. Das hätte ich sowieso getan. Aber klar. Abgemacht. Lance sieht ein Problem darin, sich öffentlich zu uns und seiner Sexualität zu bekennen. Er denkt, es hätte Nachteile für ihn. Wenn er doch bloß nicht so viel darauf geben würde, was andere von ihm denken. Ich würde mich so gern mit ihm versöhnen. Wie kannst du denn so offen damit umgehen? Für mich war das nie ein Problem. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mich der weibliche Körper nicht anzieht. Der männliche aber dafür umso mehr. Außerdem haben mir Ikonen wie Lady Gag oder Freddy Quicksilver geholfen, damit offener umzugehen. Aha, also muss ich Lance einfach zeigen, dass er nicht auf Frauenkörper steht, sondern auf Penisse. Und ich muss ihn dazu bringen, an diese schwulen Ikonen zu glauben. Was? Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Es ist ja nicht so, dass man einfach... Kein Problem. Ist schon so gut wie erledigt. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber, sondern auch ein exzellenter Verkuppler. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber. Eben noch im Knast, jetzt wieder im Geschäft. Larry Leffer ist zurück, Ladies. Bald sind wir zusammen, Faith. Naja, wir werden sehen, so, ne? Huch! Der Polizist hat mir zwar meine Sachen wiedergegeben, aber es fehlt einiges. Und irgendwie sind auch Sachen dabei, die mir nicht gehören. Okay, guck mir mal. Oh, eine Mitgliedskarte fürs Gym. Cool. Zugangskarte. Meine Zugangskarte für das Prune-Hauptquartier. Oh. Ah ja, stimmt, genau. Das ist alles gleich. Der käsige Penis ist weg. Alles klar. Reden wir mal nochmal mit... mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wahrscheinlich kaut er sogar die Kerne. Reden wir nochmal mit Chabert. Larry, was du in dem Club angerichtet hast. Es war dunkel und ich hatte getrunken. Die Standardausrede. Vielen Dank. Was? Du hast uns zwei riesengroße Gefallen getan. Aaron wird richtig groß rauskommen. Und wir mit ihr. Ich sehe für sie schon einen Stern am Walk of Pain. Und dieser Gangbang im Darkroom. Verrückter wird es nicht. Und verrückt ist gut. Die Leute rennen uns die Bude ein, seitdem jeder in der Stadt gesehen hat, was du mit dem Gargoyle gemacht hast. Toll.
Hör mal auf. Jedenfalls soll ich dir im Namen der Geschäftsleitung diese kleine Anerkennung überreichen. Ein Gutschein? Danke. Warte mal. Ist der auf Haut geschrieben? Darüber kann ich leider keine Angaben machen. War die Polizei noch mal hier? Das war sie. Hat den ganzen Laden auf den Kopf gestellt und alle durchleuchtet. Immerhin haben sie nur dich eingebuchtet. Ja, darüber bin ich auch sehr erleichtert. Wie läuft's im Club? War ein einziges Chaos durch die Polizei. Die Gleitmittelfontäne funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie verstopft. Du hast nicht zufällig Erfahrung mit sowas? Verstopfte Löcher bekomme ich immer frei. Vielleicht kannst du hier ja auch was ausrichten. Bleib wachsam. Aha, okay. Also machen wir uns nochmal weiter strafbar und tun so, als wären wir ein Abflussreiniger oder wie das sich nennt. Okay, aber mit dem Gutschein müssten wir da jetzt bei diesem komischen Roboter was bekommen, ne? Probieren wir mal. Auf Haut gedruckter Gutschein. Oh Gott, was? Cthulhu? Cthulhu? Hä? Auf einmal habe ich eine Flasche Champagner in meiner Tasche. Gruselig. Aber auch praktisch. Nicht schlecht. Hier hinten war nichts mehr, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwas nehmen können. Ich bezweifle, ja. Na gut. Okay, gehen wir mal einmal runter und gucken uns mal das mit der Fontäne an. Da ist abgeschlossen und da steckt ein Arm raus. Was zum... Ein abgetrennter Arm? Kann ich den nehmen? Ja, Tatsache. Was, bitte? Ah, es ist nur eine Gummifaust. Ich habe eine Katze hinter mir am Rücken liegen. Ich werde da so ein bisschen abgelenkt wieder von mir. Von ihr. Von mir. So. Busenwunder, Gargoyle. Scheint verstopft zu sein. Okay, wir haben doch so ein Dingens hier. Geht das damit? Damit könnte ich es frei bekommen. Jetzt sprudelt es wieder. Ein Ehering. Hurra. Der ist ganz glitschig. So. So, okay. Also gucken wir uns weiter um. Irgendwie kommt die mir sehr bekannt vor. Das wundert mich nicht. Die ist ja kaputt. Noch irgendwas. Hier wird wohl sehr viel Gleitgel gebraucht. Das hatten wir schon. Meine Hände müssen nicht, zumindest. Noch nicht. Okay. Ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. In den Darkroom können wir nicht mehr. Doom Perignon. Den kann man jetzt wahrscheinlich überall draufstecken. Wahrscheinlich, ja. Die hat ein Loch. Also eins, das nicht beabsichtigt ist. Ah, okay. Gucken wir uns mal. Hatte die nicht gesagt, es gibt neue... Oh. Timber-Dinger. Faith ist jetzt auch dabei. Oh, Arno Singh. Lefty? Okay. Was ist das jetzt? Okay. Gehen wir wieder zurück. Wir können ja jetzt ins Gym. Da
Du hast neue Matches auf Timber, Larry. Okay. Neue Matches. Ah, neue Matches. Mi Yang Dong. KI-Fachfrau. Weiblich sapiosexuell. Das heißt, sie liebt alle Menschen, oder was? Aha. Anu Singh ist jetzt auch dabei. Wenn du nicht an einer ernsten Beziehung interessiert bist, swipe bitte nach links. Sie will eine ernste Beziehung. Und Diana Dickboyle. Ah, Fitness Coach. Du bist dein eigener Endboss. Dann sind wir ja richtig schon mal hier. Dann gucken wir uns die mal an, würde ich mal sagen, ne? Ah, jetzt weiß ich wieder, was für ein Knopf das war. Es war kein Knopf, es war das Rädchen. Oh Mann. Ah, ich trottel echt. Dann gehen wir doch mal rein. Wir haben ja jetzt die Karte. Yeah, neue Location. Hurra. Okay. Rädchendreh. Hurra. Wo war das? Ach, wieder falsch. Hier. Tue ich das jetzt rein? Ach so, okay. Ist das die richtige Mitgliedskarte? Ja, das stimmt. Herr Yu Thwengel. Oh, du hast noch gar nicht deine Monatsration Muskelaufbau bekommen. Hier. Aha. Viel Spaß beim Trainieren. Momentchen mal. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ein weißliches Pulver, das beim Muskelaufbau helfen soll. Okay, dann gucken wir uns mal nochmal das Brauchrezept an. Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Und das ist die Matcha-Wurzel. Und vielleicht den Dumpf-Versuch. Ah, das machen wir gleich. Gucken wir uns erstmal hier um. Dann versuchen wir gleich mal Bier zu mischen. Da ist sie ja schon. Diana. Was? Selbstverstümmelung plus eins. Nur ein Presslufthammer würde das Ding zerlegen. Ah, lol. Oh, Lance. Aua, das Ding ist ja lebensgefährlich. Auch den haben wir gerade gesucht. Was ist hier? Rosettenweiß. Hey. Oh Gott. Es gibt ja wirklich Leute, die ja ihr Popoloch bleichen. Warum auch immer. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, warum. Vielleicht ist das dann ästhetisch hübscher oder ich weiß nicht. Und bitte, musst du jetzt hier durchlaufen? Ja, natürlich muss er hier durchlaufen, klar. So. Mal noch irgendwas einsammeln hier. Er könnte mich bestimmt verprügeln. Das würde mir sicher nicht gefallen. Nee, wahrscheinlich nicht. Hey, Lance! Hm? Willst du dich nicht wieder mit Dick vertragen? Dick? Welcher Dick? Dein Ex-Freund? Das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich in Ruhe. Keine Sorge, ich werde dir helfen, zu dir selbst zu stehen. Das haben wir gleich. Was? Wovon redest du da? Ja, ich glaube, da kommt wieder dieselbe Antwort. Gib mir noch einen Moment, ich muss etwas besorgen. Hm. Was müssen wir denn da besorgen? Also irgendwas haben tun wir nicht, glaube ich. Vielleicht irgendwas mit der Puppe. Aber die hat ja Luft raus im Moment. Reden wir mal mit ihr. Oh mein Gott! Was? Was? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so untrainiert wirkt. Larry Leffer, zu Diensten. Larry Leffer? Du bist der Typ, mit dem ich auf Timber gematcht bin? Auf dem Profilbild siehst du aber viel sportlicher aus. Ich suche noch die richtige Trainingspartnerin. Wenn du meinst. Jedenfalls bist du hier am richtigen Ort, wenn du was aus dir machen willst. Ich bin Diana und ich leite das Studio. Ah, okay. Wenn du einen Trainingsplan oder Tipps für Trainingsmethoden brauchst, frag nach Lance. Ich würde mich lieber von dir betreuen lassen. Wie wäre es mit einem Date? Ich habe Regeln. Eine davon ist, dass ich nicht mit Hänflingen ausgehe. Ich bin fitter, als ich aussehe. Im Internet tust du zumindest so. Ja, wenn du wirklich so fit bist, wie du behauptest, hast du ja sicher kein Problem mit einem Test. Der Amazonen-Herausforderung. Oh je.
Die was? Ich will sehen, wozu du in der Lage bist. Siehst du den Sandsack? Zeig mir, dass du ihn zum Schwingen bringen kannst. Kein Problem. Ich habe schon schwerere Dinge zum Schwingen gebracht. Alles klar, also wir müssen mit dem Ding irgendwas anstellen. Nur ein Presslufthammer würde das Ding zerlegen. Also das können wir natürlich im Moment noch nicht. Eine Fisting Hand, bitte? Wow, die sieht ziemlich echt aus. Okay, also irgendwas damit. Okay. Vielleicht das. Ja, vielleicht muss man einen Boxhandschuh auf die Fisting Hand mit Eisen vorne dran oder irgendwas in der Richtung. Könnte ich mir schon vorstellen. Und die Bowlingkugel. Die bräuchten wir natürlich. Okay, gehen wir erstmal raus. Bleiben viel fit im Schritt und sonst auch. Halt die Klappe, echt. Was gibt's? Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Okay, ich sehe jetzt rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Ich hätte jetzt mich gefragt, ob er sie darauf ansprechen kann, dass sie ihn angezeigt hat oder so. Was war denn jetzt hier, was ich noch nicht angeguckt hatte? Achso. Macht alles in Sekundenschnelle weiß. Kann ich bestätigen. Ursprünglich war mein Anzug mal schwarz. Okay, einmal. Ah. Hier ist die eine Tussi und da ist Arno. Gehen wir mal hier einmal nochmal kurz hin. Und dann gucken wir uns später die andere Tussi an. Was gibt's? Kann ich nochmal kurz rein? Nein! Polizei, öffnen Sie die Tür! Ach nein, das war ja gar nicht mein Satz. Ich möchte mit meiner Anwältin sprechen. Du bist doch schon auf Kaution draußen. Ach so, Kaution hat er nur bezahlt. Okay, alles klar. Ich hab da drinnen was vergessen. Hau ab! Aha, also gibt's noch eine Gerichtsverhandlung. Kann ich mich hier mit Dings reden? Psst. Süßer, bist du das? Kennst du einen Psychiater, der sich auf Gurkentraumata spezialisiert hat? Was? Hast du sie schon ganz aufgegessen? Lol. Was? Warum bist du immer noch da drin? Wenn du wüsstest, wie klein meine Casa ist, würdest du verstehen, warum ich lieber hier meinen Schönheitsschlaf halte. Du schläfst lieber im Knast als in deiner Wohnung? Süßer, die Mietpreise in You Lost Wages sind höher als meine Heels. Solange du hier drin bist, könnte ich vielleicht deine Wohnung nutzen, um zu... Du weißt schon. Niemals! Ich vermiete sie gerade gewinnbringend unter. Ah, daher weht der Wind, alles klar. Wie schleichst du dich immer wieder da rein? Hast du schon mal von den Geheimgängen gehört? Was? Meinst du die Körperstelle, in welcher ich deine Gurke gefunden habe? Nein, ich rede von einem verwirrenden Tunnelsystem direkt unter New Lost Wages. Ah. Angeblich haben die Gründer es benutzt, um Waren jeder Art zu transportieren. Wie du dir denken kannst, war es während der Prohibition sehr beliebt. Aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts geriet es in Vergessenheit und angeblich wurde es nur noch zum Transport von Bügelwäsche verwendet. Was? Unterirdisches Tunnelsystem. Klingt kompliziert. Damit du dich nicht verläufst, gebe ich dir meine Notizen. Du musst nur einen Eingang finden und dann meinen Anweisungen folgen. Was hat's mir da jetzt gerade gegeben? Ein Handspiegel. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Was? Okay, also muss ich jetzt irgendwie... Was? Irgendwie einen Eingang darunter finden. Hier ist nichts. Gut, gucken wir uns einfach erstmal die neue hier an.
hier jetzt los? Hier stehen Leute. Die sind bestimmt mit Helium gefüllt. Ballons. Ein Trinkbecher. Der ist noch gut. Oh. Trinkbecher, wo wir denn dann das Barbarenbräu reinmachen können, oder was? Genau, das machen wir dann danach. Jetzt gucken wir uns erstmal hier die neue Timbermatch-Frau an. Wo ist die denn? Hä? Was denn jetzt? Hä? Wie laufen die Verkäufe? Wo ist sie? Bescheiden. Die Leute wissen alle, dass bald das neue Modell erscheint. Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluationsprozess durchlaufen. Denn hier dürfen nur die Besten der Besten arbeiten. Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Nein. Ich suche eine Nari, die hier arbeitet. Woher kennst du denn Nari? Ich bin mit ihr auf Timber gematcht. Wow. Das muss an dem Profil liegen, das wir dir eingerichtet haben. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten, um sie zu treffen. Aha, okay. Bis später. So, wie schaffen wir das jetzt hier zu arbeiten, verdammt. Kann ich da nochmal hin? Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Ja, die habe ich doch. Aha, okay. Also ich kann nirgendwo hin. Also nochmal ganz kurz einmal. Leute? Was denn jetzt? Kann ich auch bei... Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss... Denn hier dürfen nur die... Wie wir? Wir suchen so... Kann ich... Wer bei Prune denn hier? Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Bis später. Liegen die denn jetzt hier einfach irgendwo rum? Oder ich sehe die nämlich nicht. Nicht da hinten hin? Nee. Hä? Ist hier irgendwo ein Mülleimer oder sowas? Alles ist hier so futuristisch, aber die Kameras wirken sogar auf mich veraltet. Warum nur? Gucken wir mal nochmal raus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, im Moment kann ich nichts machen. Ne, dann gehen wir einmal zu Lefties. Ich muss mal kurz... So, okay. Hey, sorry, Larry. Andauernd Aaron ist ausgezogen. Oh. Sie hat dir aber oben ein Paket hinterlassen. Vielleicht schaust du bei Gelegenheit mal nach. Okay. Gucken wir uns mal noch mal hier überall um. Vielleicht gibt es irgendwas Neues. Es gibt ja immer wieder neue Sachen. Die Toilette hat sich wehgetan. Was? Das habe ich vorher nicht gesehen. Ach, da war ein Peephole. Lol. Okay. Was echt manchmal ein bisschen schwer oder einfach hier was zu übersehen, finde ich. Okay. Dieses Ding spielt also nicht nur schlechte Musik, sondern hat auch schlechtes Internet. Was wurde aus einer Zukunft mit fliegenden Skateboards und sexy Marsianerinnen? Wirkt überwiegend tot. Das war wohl nichts mit den sexy Marsianerinnen. So, gucken wir mal jetzt, ob das... Ah, nee. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was... Ach so, muss ich erst wissen, was ich brauche. Ich muss erst einen Grund haben. Das wäre eine Ja. Okay, ich muss erst einen Grund haben. Gucken wir einmal hoch. Vielleicht
Vielleicht reden wir nochmal mit dem Typen im Fitnessstudio. Flash for Fantasy? Das muss das Paket sein, von dem Lefty geredet hat. Mal schauen. Hier ist ein Brief von Aaron. Lieber Larry, danke für alles. Durch deine Hilfe konnte ich meine Karriere richtig durchstarten. Meine Eltern werden stolz auf mich sein. Anbei findest du ein neues Produkt, das mir nachempfunden wurde. Ich hoffe, du hast Spaß damit. PS, kümmere dich bitte um meinen Erdbeerbusch. In Liebe, deine Erin. Alles klar. Ein Prachteck. Kann ich den nehmen? Jupp, eine Erdbeere habe ich genommen. So, was habe ich jetzt von ihr bekommen, dass ihr nachempfunden wurde? Gummimuschi, aha. Das Ding sieht eher aus wie ein Stempel. Und die Öffnung erinnert mich an irgendwas. Aha, Alter. Aber Moment mal, wir haben jetzt ein Pflaster. Können wir jetzt damit... Ein Loch gestopft. Fehlen noch zwei. Das meinte er jetzt aber als Scherz, ne? Kann ich die jetzt aufblasen? Man könnte sie jetzt aufblasen, aber mein Lungenvolumen reicht dafür nicht aus. Aber ich habe doch jetzt die hier. Geht das? Ja, das geht. Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Super. Kann ich jetzt damit vielleicht Lance umstimmen? Dass er doch keinen Bock auf Frauen hat. Das, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ja, oder vielleicht einen netten kleinen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.